Ihr wollt wissen, was ich in Spaghetti Town vorhab? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, ja, was haben wir vor? Wir wollen hier weg. Das haben wir beim letzten Mal uns hier angeguckt. Behaupte jetzt, das läuft besser. Ich sehe zumindest, dass hier die Fässer wieder rollen. Wenn irgendwas jetzt nicht klappt, muss ich ein anderes Mal hier hin. Aber für heute, also für den Moment wird es das erstmal gewesen sein. Eventuell muss ich die doch nochmal irgendwo zwischenlagern. Das machen wir aber definitiv nicht heute. Das hier funktioniert, das läuft sauber hier raus, auch in Massen, so wie es sein soll, damit da vorne abgearbeitet werden kann. Da bin ich zufrieden mit. Also das ist schon mal gut, staut sich logischerweise ein bisschen zurück. Muss hier auch erstmal wieder abgearbeitet werden. Jetzt guck ich mal, wie es aussieht. Ja, guck mal, also das wollte ich sehen. Hier ist schon mal recht frei. Da hinten kommen auch mal wieder was dazu. Und hier läuft auch weg. Da stockt auch nichts an der Stelle. Und da, ja, die beiden da hinten, die sehen noch übel aus. Wobei, selbst da kommt schon... Selbst hier, ne, das löst sich gerade auf. Also, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Hier sind noch 15 drin, aber auch das ist... Ja, dauert einen Moment. Das ist auf jeden Fall möglich. Und was ich auch sehe, ist, dass da hinten wenigstens eins von beiden schon mal was getan haben muss. Also das läuft ja. Wie sieht es bei dem aus? Das jetzt noch nicht so. Ja. Aber auch da gilt, ne, da staut sich alles so langsam an, wie hier angestaut hat. Auf der Seite, glaube ich, ja. Irgendwann muss das ja auch mal hier losgehen. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Du hast schon 32 drin. Die stacken zu 50. Also, das passt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, schnappen wir als unseren Material Shoe. Ich hätte das Ding nicht so nennen dürfen. Ich habe jedes Mal einen Ohrwurm danach, wenn ich sage. Und fahren damit mal Richtung Heimat. Denn wir haben noch ein bisschen was zu tun. Irgendwie ist diese Magnetleitsystem oder wie auch immer es hieß. Ich kann mir das aufs Verrecken nicht merken. Aber die Produktion ist doch sehr langsam. Und jetzt gucken wir uns mal an, was da denn so Sache ist. So, einmal schön hier durch. Bisschen Bahnfahrt genießen. Gucken wir doch hin. So, ist doch viel schöner. Da ist eine Ampel. Rot. Funktioniert auch super. Wir müssen hier keinen Zwischenstopp machen. Meine Überlegung wäre noch, in der guten alten Heimat wollen wir einfach ein paar, also noch eine kleine ich sag mal Armory, ein gutes Wort, glaube ich, hinsetzen. Also letztendlich ein Waffenlager, beziehungsweise Munitionslager wäre treffender. Das ist so eine Idee für da hinten noch, weil macht halt Sinn, den ganzen Spaß immer beim Hub zu haben und nicht hier durch die halbe Welt zu müssen, um woanders hinzukommen. Das ist ja eher Quatsch. Und dafür könnte man diese Zuglinie hier nochmal verwenden, hinten nochmal einen Bahnhof bauen. Also das sind jetzt noch so ein bisschen die Projekte, um die Zeit zu überbrücken, bis wir endlich die goldene Tasse kriegen. Das ist alles, worauf ich hinarbeite. Es ist immer wieder schön, wenn man da oben aus diesem Nebel rauskommt und dann da diesen riesen Klotz sieht, der wenigstens ein bisschen versucht ist zu designen. Da unten mein Zentrallager, wo ich immer noch relativ stolz drauf bin, weil das sieht, ja, es ist auch ein Kasten, aber er hat wenigstens so ein bisschen Rundung drin und es ist nicht ganz so kastig wie
wie sonst alles. Texturen brauchen ein bisschen zum Nachladen. Deswegen erscheinen Bäume relativ plötzlich. Wow. So. Hallo? Da rein. So, wir haben es geschafft. Hey, hey, hey. Und stopp. Cool. So, dann gucken wir uns das mal an. Der ist ja hier zum Laden gedacht. Da könnte man noch überlegen, ob man irgendwann mal hingeht und den... also entweder das hier umdreht, was aber bedeutet, dass wir hier ganz schön umbauen müssen. Oder aber... Ist halt so ein bisschen blöd, dass man nicht die... nicht sagen kann, was man laden will und was man nicht laden will. Ne? Also dieses... Ja, dass man nur entweder oder hat. Das heißt, wir müssen hier irgendwo noch einen weiteren Bahnhof hinbauen. Das wird echt schwierig. Das heißt, wir müssten da nochmal einen Abzweig machen, hier einen Bahnhof hinsetzen. Muss der Baum da weg? Ich meine, das ist ein Ding. So, jetzt gucken wir aber erstmal. Wo würden wir die... Okay. Fixit läuft noch. Also, Fixit ist was. Oder habe ich einfach noch so viel Material, dass das hier noch gebaut wird? Oder haben sie das Event nie rausgepatcht? Wo sind meine Tannenbäume? Also, das will ich gerade wissen. Entschuldigt bitte. Ja, ich lasse mich gerne ablenken. Ich weiß. Kann ich noch was rum? Okay, ihr seid leer. Gut, haben sie doch abgeschaltet. Dachte ich schon. Gar nicht wissen, wie es bei unserem Weihnachtsbaum aussieht. Das heißt, auch alles leer. Okay, hier sind noch ein paar Geschenke drin. Uiuiui. Ein möglicher Kram, der hier zum Schleifen. Hallo. So, jetzt einmal hier hoch. Nein, hier hoch. Okay, Schleifen sind definitiv mehr als genug da. Zweige offensichtlich auch. Zuckerstangen und da unten auch alles voll. Und Schnee auch. Okay, das dauert wohl noch ein bisschen. Also normalerweise machen die ja immer so gegen Ende Januar machen sie Schluss mit dem Spaß. Wir haben jetzt März. Eventuell habe ich es da unten ein bisschen übertrieben. Apropos eventuell übertrieben. Da vorne ist ein Weihnachtsbaum, ne? Der ist auch ein bisschen übertrieben. Wie voll bist du denn hier? Okay. Also Feuerwerk. Ich glaube, zum Abschluss machen wir einfach mal. Wir nehmen alles raus, setzen hier überall Raketen hin und machen das Spiel kaputt. Das klingt nach einem guten Plan, oder? Und dich brauchen wir sowieso nicht mehr. So, wir wollten da vorne. Ach, ist es nicht wunderbar, wie schön sinnvoll, ordentlich das hier angeordnet ist? Alter, was ist denn hier los, Alter? Wow. Also irgendwie Motoren oder so haben wir genug. Da geht ein so ein Teil. Und das Problem, es ist alles voll. Es ist wirklich übervoll. Aber dir fehlt die automatische Verkabelung. Die kriege ich nicht schnell genug hin. Die kommt da an. Kommt von dort. Das heißt, die müsste hier oben gemacht werden. Richtig. Und dir fehlt so ein Kabel. Es ist herrlich, es fehlt immer nur an Kabeln. Kabel. Die gehen da rein. Ah,
Und er kommt eigentlich eine ganze Menge an, aber es ist immer noch zu wenig. Ein bisschen Kabel geht da drauf. Ansonsten geht Kabel da hinten ab und zu mal weg, wahrscheinlich. Wenn überhaupt. Eigentlich sieht das so aus, als würde alles stehen. Ich brauche mehr Kabel. So. Okay. Dann gucken wir uns doch mal an, was wir für Möglichkeiten haben, mehr Kabel zu machen. Das hier ist eigentlich eine ganz gute Idee. Wobei, das würde ungefähr 5, also 4,5 Kabel ergeben. Und Gummi noch dazu. Gummi steht hier rum wie blöd. Draht steht da rum wie blöd. Wie sieht das mit dem Gummi aus? Gummi wird nicht irgendwie in einen Container gepackt, wie da der Zeug. Haben wir hier, es steht aber auch überall einfach nur fest. Ja, jetzt kommt mal eine ordentliche Partie. Hier vorne gehen wir jetzt hin und machen mal ein bisschen Beschleunigung rein. Das könnten wir quasi bis ganz hinten ziehen. Okay, was machen wir? Wie gehen wir da jetzt ran? Ich könnte... Geht ziemlich flüssig raus, aber es ist immer noch voll. Es wird gut da weggenommen. Es wird ordentlich Kabel gemacht. Wobei der Kollege macht hier Statoren, okay. Wie auch immer wir die noch gerade brauchen. Jetzt wäre die Frage, ziehe ich einfach hier raus? Wo haben wir den Platz? Wir könnten mal, ich sag mal, 2 oder 3 von den Dingern hinsetzen, oder? Nächste Frage, haben wir hier irgendwas frei? Nein. Frei gibt es nicht, oder? Was ist mit dem Band? Auf dem Band läuft doch nichts. Also da auf der Mitte. Mitte. Mitte von da hinten. Mitte ist gar nicht angeschlossen. Easy. Also, das mittlere Band können wir nutzen. Dann gehen wir hin. Setzen das so. Ärgern uns, dass es da richtig scheiße sitzt. So, machen wir anders. Wir fangen da an, da an. Nehmen den da hinten nochmal weg. Und packen uns hier. So. Dann können wir die zusammensetzen, da auf das mittlere Band legen. Und dann. Wir haben eins mit Kabel draufkommen. Ist ja noch besser. Wir müssen das nur finden. Da Mitte, ne? Oh, das ist ideal. Weil dann brauche ich nicht noch gucken, wie ich das hinten wieder mit einbastel. Ja, ist super. Oh, und das ist auch direkt hier vorne. Das gefällt mir. Ja, ich mache gerne mal so komische Geräusche.
Das heißt, wir können das locker hier rumlegen, da dran. Oh, ist das gut. So, also, wir gehen hin. Machen uns erstmal. Also, wir kümmern uns jetzt erstmal darum, wie der Spaß rausgeht. Nämlich so. Da. Das war Quatsch, was ich gerade gemacht habe. Das ändern wir nochmal. Den müssen wir nämlich damit eindrehen. So muss es stehen. Genau. Da gehst du rein. Da gehst du rüber. Du gehst da rein. Du gehst da rüber. Du gehst da rein. Und du gehst da raus. Und dann. Hier ist noch ein Fusionator. Du bekommst. Ups. Von. Dort rein. Und du gehst. Zack. Da dran. Sieht gar nicht mal so scheiße aus. Wunderbar. Ich sag zu oft dieses böse Wort und jetzt nicht, dass mir das YouTube nachher noch sperrt. Das wäre doof. Wir wollen dieses Kabel machen. Einstellung hier. 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 Wunderbar. Drin haben wir das schon mal. Jetzt geht es nur noch darum, den Spaß reinzukriegen. Da haben wir jetzt ja unsere Wunderwaffe. Manifolds. Das einzige Problem ist dieses Band hier. Das steht mir jetzt natürlich genau im Weg. Ne? Okay. Hier müssen wir anders rangehen. Da können wir das mal nicht nutzen. Schade. Splitter. Du gehst da rein. Du gehst da rein. Du gehst da. Verdammt. So musst du stehen. Und du auch. Dann. Zack. Zack. Und dran. Das andere, da muss ich mir jetzt was einfallen lassen, wie ich das gut hinkriege. Aber das schaffen wir auch. Das werden wir so in der Richtung irgendwie machen. So, jetzt ziehen wir von dort. Du gehst da rein. Und ihr müsst auch noch an Strom angeschlossen werden. Strom, was? Nee. Ich setze mal dahin. Ist da dran, da dran. Und hier haben wir doch bestimmt irgendwo noch Strom rumstehen. Du bist voll. Danke. Dann gehst du halt da. Okay, der ganze Spaß läuft schon mal da rein. Mal die 500 voll. Sieht mir zu langsam aus auf dem Band. Geht das für euch wie 780 Teile pro Minute? Ja, wie viele brauchst du überhaupt pro Minute davon? 45. Ah, sollte passen. Das kriegen wir hier schon. Ansonsten hätte ich auch kein Problem, das von da zu holen. Ist ja auch nicht so ein Ding. Geht das halt früher weg. Weil im Moment sieht das ein bisschen mager aus.
viel besser. Irritiert mich ein bisschen, aber ist vollkommen okay. So, das haben wir. Jetzt müssen wir uns noch ums Bumi kümmern. Wie machen wir das jetzt? Also, Vorschlag wäre erstmal... Ah, wir haben da keine solchen Säulen gesetzt. Verdammt. Sitze weg. Das wird nämlich funktionieren. Können wir nämlich hier nochmal einen dazwischen setzen irgendwo? So, jetzt setzen wir jetzt einfach mal 1, 2, 3 dahin. Dann haben wir den hier. So. Jetzt da. So, passt. Passt. Du ziehst das alles da durch. Genau. Hopp, 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 alles weg. Wunderbar. Machen wir so. Dann, wenn wir dich nämlich nehmen. Und 1, 2 hochsetzen. Du gehst den Weg. War klar. Dahin. Und du gehst dahin. Ist das jetzt ein Versuch, Spaghetti Town mal in sauber zu kriegen? Egal. Wir brauchen einen Splitter. So brauchen wir ungefähr... Da einen Splitter und dort einen Splitter. Dann kommt hier der Kollege dran. Geht da rein. Der Kollege geht da rein. Und wir brauchen Gummi. So. Wo hatten wir Gummi liegen? Gummi liegt hier oben. Gummi da oben ist gar nicht mal so verkehrt. Das heißt Splitter. Von da aus bitte einmal mit dem Band wunderschön schnell darunter. So. Sechzig, 120, 180, 220, 260, 300. Ist doch schon nur Mark 4 hier. Hä? Warum kann ich das? Das ist Mark 4. Das ist auch Mark 4. Warum kann ich das nicht aktualisieren? Ah. Ich hab doch gesagt, das sieht dann nicht nach aus. Wie sieht das hier aus? Oh, du läufst auf einmal leer. Irgendwie gut. Da kommt eine ganze Menge. Auf einmal kommen Kabel. Gehen da unten weg. Gehen viel zu langsam weg.
Sag mir, dass er nicht zwischen den beiden ist. Uff. Weil da komme ich nicht dran. Einmal weg. Einmal schnell. Einmal weg. Einmal schnell. Und... Und da dran. Und es ballert durch. Wunderbar, so will ich das sehen. Wenn sich das irgendwann hierhin zurückstaut, ist mir dann sowas von shit egal. Hauptsache, dass da oben geht schneller. So, das ist nämlich jetzt eine schöne Runde hier. Bam, alles läuft. Kabel ohne Ende. Du gehst immer nur kurz durch. Hier wird direkt aufgeteilt, wie blöd. Was machst du da unten eigentlich? Ihr macht alle diese Verkabelung. Ist doch wunderbar. 1, 2, 3. Wie viel machst du pro Minute? 6,25. So, da geht mehr rein. Wie viel brauchst du pro Minute? 18,75. Das ist exakt das, was wir da jetzt rausballern. Pro Minute. Wie viel machen wir denn wohl pro Minute? Nein. So, das ist, was wir jetzt machen können. Wir haben ja hier noch unser Lager, da gehen ja auch immer welche rein. Im Moment gehen die immer raus. Das machen wir jetzt mal eben. Ups. Charlie, du hattest da mal nachgefragt. Oder das als Vorschlag gemacht. Also ja, ich habe ein Zentrallager und ich habe auch Schredder hinten dran. Und das ist zweiseitig. Hier oben ist Austausch zwischen beiden Seiten. Und hier hinten ist die ganze Verteilung. Ich glaube, das fängt mit Folge Episode 144 an. Das ist eine der, die irgendwie am häufigsten angeklickt wird. Scheinbar ist Lager immer eine interessante Sache. Vielleicht mache ich da nochmal ein extra hinzu. Spätestens im zweiten Let's Play, das sowieso etwas anders wird, dann kriegen wir das ein bisschen schöner hin und wird auch das Lager besser gehen. Das gleiche Konzept werde ich aber dann nochmal für die Armory nutzen. So, dahin. Dich hätte ich gerne voll. Und du hier unten, dich hätte ich auch gerne voll, weil dann kannst du schön kontinuierlich arbeiten. Das Ganze stockt ein bisschen mit den Kabeln. Dann hoffentlich ein bisschen mit den Kabeln. Bis dahin, bis dahin, bis dahin. Da nur ein Viererband. Also wenn, dann hätte ich das gerne, dass es überall schnell wegfritzt. Dann haben wir hier auch nur ein Vierer. Ja, so soll das aussehen. Das ist die Frage. Wie gut komme ich mit dem ganzen aus? Das sieht ja noch ganz nett aus. Was macht mein... Okay, er läuft tatsächlich langsam leer, aber das sollte reichen.
Hier steht hier an. Das sind 20, 40, 60 Kabel. 300 pro Minute sind das hier. Entschuldigung. Also auch ordentlich 300. So. Das ist das nächste Problem. Wir müssen... Minute updaten. Was sagt unser Gummi? Ist noch massig da. Einmal hier. Das ist wunderbar. Schön die ganzen Bänder hier überhaupt in die Lage versetzen, das hinzukriegen. Und was daran geht, ist mir egal. Wie sieht das hier aus? Ja, du musst aktualisiert werden, war klar. Du auch. Du bist 5. Hier unten ist 5. Da ist noch keine 5. So. Gesagt, wie viel brauchen wir pro Minute? 125, allein da hinten sind 300 plus das bisschen, was aus dem einen noch kommt. Also, das kommt hin. 175 bräuchten wir. Das kriegen wir auf die Reihe hier. Also, hier sollte jetzt erstmal der Spaß, sollte ne, da steigt wieder ein bisschen. Genau so soll es sein. Wie sieht es bei dir aus? Ja, du musst auch wieder ein bisschen nachfüllen. Höher als das kriege ich euch nicht. Aber das sieht doch hier schon mal ganz gut aus. Ja, du läufst auf jeden Fall voller. Das ist doch gut. Dann machen wir hier die 2,5 davon. Dann haben wir wenigstens den Teil schon mal wieder in Ordnung gebracht. So. Du machst 2,5 pro Minute. Du brauchst 2 pro Minute. Montage-Leitsystem von uns ist. Ich könnte dich so umstellen, dass du die also dass du hier 2,5 brauchst, aber das scheint ziemlich genau jetzt zu passen. Die zwei sind gerade rausgekommen. Direkt darin. Wenn hier immer die 4 drin stehen bleibt, läuft der schön ordentlich sauber durch. Eigentlich müsste es mit der Zeit schneller werden. Alles gut. Das bedeutet aber, wir hätten jetzt noch 730 Minuten. Weil der macht einen Punkt. Ja. Kabel sind ein Problem. Ich lache mich ein bisschen darüber kaputt, dass Kibitz sich Sorgen um die Nuklearpasta gemacht hat. Weil da brauche ich ja 1000 Stück von. Der Scheiß hier ist viel schlimmer. Wie ich das denn beschleunigt? Also ich müsste noch, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6 Mal diesen Spaß machen. Ich habe da zwar noch genug Kupfer rumliegen in dem Teil. Da hinten irgendwo runter geht, genau da. Also mit dem Kupfer könnte man noch was machen. Was da? Eigentlich hier habe ich keinen Kupfer mehr. Wo könnte ich das denn noch machen? Ja, ich muss überlegen, ob ich noch irgendwo eine Kabelproduktion oder so hinpacke, dass das weitergeht. Weil so ist das leider nicht schnell genug. Weil da sind wir ja noch einige Folgen dran. Ich meine, das reicht, um dann eine schöne Armory zu bauen, aber ist das Sinn der Sache? Ja, schauen wir mal. Da mache ich mir ein paar Gedanken drüber.
Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Äffchen.